Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Pokémon Ultra Sonne. Ja, wir sind zurück hier im selben Zimmer, wo wir vorhin schon waren. Ich habe sonst die Pokémon schon mal geheilt, so im Voraus bisschen. Gerade noch davon gekommen. Weil es einfach sein musste. So, jetzt hauen wir den noch weg und dann hauen wir den anderen vorne weg und dann sind wir eigentlich durch. Eigentlich. Team Skull Rüpel fordert dich heraus. Und Alpollo. Wir kommen auf jeden Fall der heißen Phase des Hauptspiels näher. So viel steht schon mal fest. Alpollo, ne? Alpollo, Whirlpool. Vielleicht mal noch eine Lake dazu. Problem ist, dass Empoleon einfach keine gescheiten Attacken hat bei uns. Nein. Sie ist jetzt selbst verletzt, dann war es das. Oh. Immens viel Glück. Klar. Warum ist das Apollo von ihm so stark und ist unser Empoleon so schwach? Ich weiß es gar nicht. Egal was wir machen, seine Attacken werden immer stärker. Das ist natürlich schlecht jetzt, Wasserdüse, und dann müssen wir es haben. Ampharos erreicht Level 42. Das nächste ist Slimer-Pokémon wechseln. Wolfarok, du bist dran. Also ein Pokémon sind ja auch ganz schön derb. Ja, sind sie. Wenn es deine Frage beantwortet. Du findest das Item Eisen. Frobal. Okay, jetzt haben wir alle Lösungswörter. Aber wir können mal schauen, ob wir Empoleon mal ein bisschen putschen können hier. Bisschen mit Eisen, aber sonst kaum. Hallo. Was geht? Hast du ein Einladungsschreiben von Team Skull oder was willst du hier? Ich habe eine mündliche Einladung. Drück mir so aus. Reicht es? Du bist dran, FM.
Das ist so schön ein Turmkick, wenn er es nicht trifft. Ich hoffe, Uhafni hat später mehr Verteidigung als FM. Sollte das nicht der Fall sein, müssen wir uns überlegen, ob wir vielleicht nicht noch Grandiras, nein, stopp, ob wir nicht vielleicht noch Grandiras ins Team nehmen statt FM. Ist leider so. Das sind leider Gedankenspiele, die ich machen muss. Hey du da, du willst dich eine Audienz bei Bromley? Hm, dann musst du erst die drei Lösungswörter kennen. Okay, das erste Lösung ist die Lieblingssache unseres Sis. Na, was ist die? Gift-Tip. Lieblings-Pokémon? Frubbel. Inniko-Kakao. Bist du sicher? No way. Du kennst die Vorlieben unserer Sis und antwortest dann noch rotzfrech mit No Way, an dir ist echt ein prima Skullrüppel verloren gegangen. Du Vollidiot. ...62 Herrscher-Sticker. Ach, du willst kämpfen. Na, dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Ich kämpfe alle diese drei Pokémons einfach. Weberak ist der Anfang. Ich glaube 42, ich habe gerade die Werte sind echt nicht hoch. Gladiantri. Eigentlich unlogisch, eigentlich dürfte es nicht so viel wirken. Ich meine, es ist ein Stahlattack auf Stahl. Golbat. Du bist dran, Wolverhock. Also normalerweise will doch niemand was mit Team Skull zu tun haben. Matze gewinnt 1216. Tja. Ich will auch nichts mit euch zu tun haben. Ich muss hier ein Pokémon zurückholen. Sagen die gar nichts. Tja, war das jetzt clever von dir vorbeizukommen? Wer weiß, ich schätze, die Frage kannst du nur selbst beantworten. Du willst da echt rein? Geht da nicht die Muffe? Um ehrlich zu sagen, nein.
kein Erbarmen, keine Gnade. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Oh yeah, ich bin der große, böse Bromley. Das ist echt eine schöne Abwechslung. Bist extra einen weiten Weg zu mir gekommen, um von mir platt gemacht zu werden? Wo ist das Mangunio? Mangunio? Ach stimmt, ich wollte ja, dass du herkommst. Du hast dich also für ein fremdes Pokémon ganz allein in unser Versteck geschlichen? Reicht's dir nicht, dass du dich schon um deine eigenen Pokémon kümmern musst? Du bist ein ganz schöner Spinner. Und was macht man, wenn die Technik mal wieder spinnt? Man haut ordentlich drauf. Jedenfalls funktioniert das bei mir immer. Ich muss zugeben, dass man meistens nicht mehr viel davon übrig bleibt. Egal, jetzt bist du dran. Wiegt mehr als ich dachte. Ah, nee. Du bist ein Käferwasser-Pokémon, gell? Ampharos, du bist dran. Ladungsstoß. Pupitar erreicht Level 39, das ist sehr schön. Maske Regen ist ein Flug-Pokémon. Käferflug, glaube ich. Für immer reicht Level 42. Pinsir ist nur ein Käfer-Pokémon. Wir brauchen es taktisch. Pinty ist besiegt. Bromley ist ein weiteres Mal besiegt. Abgefahren, du bist echt abgefahren. Bromley, was treibst du denn da? Hey, du da, gib ihm das Pokémon zurück, das wir gestohlen haben. Ab mit dir, Mangunio. Irgendwann mache ich dich platt. Ich habe noch ein Ass im Ärmel, du wirst schon sehen.
Hast du gerufen, Boss? Moment mal, das bist ja du. Jo, wie ist es denn im Sessel vom Boss? Ich kann es mir schon vorstellen. Setz mal ein Wolkenbett unterm Hintern. Alter, bin ich vielleicht neidisch.